Willkommen zurück, Freunde, hier bei A Link Between Worlds im Diebesversteck mit unserer Freundin, die Diebin. Okay, hua. Ey, was wollt ihr von ihr, Mann? Ihr seid doch mal ein bisschen, freundlich hier zu der Dame. Alter, die wollen echt zu ihr, warum? So, stirb. Stirb. Oh, oh. Lehnen beide noch? Nee. So, Leute, und ja, ich musste meine einzige Fee schon verbrauchen. Komm mit. Hier sind wir jetzt soweit durch. Halt, ich muss mal wieder Stockwerk. Aber ich muss mal gucken, wo ist denn... Ist mein Erz hier irgendwo eingetragen? Nee, oh cool, guck mal. Ceres, die Tochter des Priesters. In ihren Lächeln liegt reine Liebe. Okay, ihr wisst schon, wie sie lächelt. Okay, sind wir hier draußen? Ich will bloß wieder ein Stockwerk höher. Wie komme ich jetzt ein Stockwerk höher? Da geht's wieder runter, okay. Okay, jetzt kommen wir in den Raum mit dieser komischen Falltür. Mit dieser sehr, sehr merkwürdigen Falltür. Ich weiß bloß nicht, was das bringen soll. Ich mache einfach mal... Okay. Warte mal kurz hier, okay? Ich weiß nicht, was passiert. La 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 la. Okay, gut. Anscheinend passiert gar nichts. Komm mal mit. So. Oh oh. Okay, es passiert doch was. Ah. Und tschüss. Oh! Ist das geil. Einfach so eingebaut. Sehr schön. Weiter geht's. Dann wieder unseren Bombenkumpel. Hier waren wir schon überall. Schnell, Mann. Wie die Winde hier durch. Herzchen. Ah, danke schön. Mit voller Energie fühle ich mich wieder wohler. Oh, oh. Okay. Los, alle wegschießen. Ah, ist ja geil. Einfach auf die Transportdinger. Wow, okay, gut. So. Nicht, dass die Kleine hier runterfällt. Let's go. So, letztes Stockwerk mit den letzten Truhen. Die wollen wir jetzt alle haben. So, okay, mit Wind, nicht wahr? Dann bleib du mal hier stehen. Aber nicht erschrecken, Kleine. Wir werden dich gleich wegpüsterichen. So. Zack. Und ich auch. So, na denn. Nochmal. Hoppala. So, kommst du schon mit? Nee. Mitkommen. Und rein ins Vergnügen. Okay, sehr schön. So. Unter uns waren wir jetzt schon überall. Okay, jetzt hier. Jetzt war das große Geheimnis. Hier. Ach ja, einfach hier zwei Schalter. Okay, so, zack. Bleib stehen. Zack. Und dann geht's zur Truhe. Und was ist das denn da? Ein Porter. Okay. Aber warum? La la la! 100 Rubine. Was soll denn passieren, wenn ich hier runterfall? Kann man hier überhaupt runterfallen? Ich habe keine Ahnung. Okay, der Porter bringt uns aber nur zu einem Raum, wo wir schon waren. Nicht wahr? Jo. Nee, halt, wo ist denn das? Doch, da waren wir schon. Klar waren wir da schon. Oder? Ich bin ja wirklich... Doch. Das ist der Raum mit der Bombe und so. Okay, komm mit, Mann. Wir sind gleich raus. Obergeschoss, eine Truhe fehlt noch. Und das ist dann auch natürlich der große Schlüssel. Och, Mensch, ey. Wart mal hier kurz, okay? Wart. Bist du ein Trottel, Mann. So. Getötet und genau so. Ich krieg sie. Tschüss, Mann. Tot. Gut. Komm mit, Mann. Oder halt, wartet mal. Hätte ich vielleicht... Moment mal. Ah, nee, okay, nee. Doch, von der anderen Seite. Noch ein paar Monsterschwänze oder sowas. Oder Monsterhörner? Nö. So. Der Ausgang ist verschlossen. Dann müssen wir wohl die große Tür da vorne nehmen. Das führt aber zum Boss, ne? Und wie komme ich da überhaupt jetzt hin? Ah, I understand. So. Okay, bitte, please wait. Ah, nee, halt, ups. Wait. Zack. So. Alles klar, oder? Also, okay. Ah, verdammt, ich bin runtergefallen. Jetzt hab ich runtergeschoben. Nein. Was? So, jetzt bin ich gespannt, ob sie der Boss ist. Wie ihr bei A Link to the Past, dass einfach so die vermeintlich Befreite dann der Boss auf immer ist. Okay, wartet mal. So, jetzt Swing. Ich bin ein Gemälde. Ich kann den Moonwalk. Okay. Und Tempel komplett erforscht. Alle Truhen haben wir gefunden. Alle Räume sind clean. Ja, komm mal mit. Jetzt gehen wir zu dem Boss. Zu dem Big Boss, Alter. So, ein bisschen Geld noch hier. Peanuts und let's go. Oh, oh. Okay. Hallöchen. Oh! Ah, was ist jetzt los? Ihr Narren. Glaubt ihr etwa, dass ihr mir entkommen könnt? Oh, der Boss. Der Dieb, der Boss-Dieb. Es ist Blind. Oder wie der Typ heißt. Der sieht wirklich aus wie eine neue Version von Blind. Oh, nettes Schild. Wo ist er denn? Ist das dumm? Wie geil. Oh, was kotzt der denn da aus?
Oh, was für eine Range. Ist das geil? Susu? Wo ist er denn? Oh, oh! Okay, okay, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Er kotzt wieder seinen ekligen Schleim. Muss ich auf sein Schwert aufpassen? Ah, haha, wow! Alter, voll der fiese Geist. Ching, mein Schildmann. So. Atz, atz! Alter, voll getroffen. Okay, er fällt aus. Oh, oh. Na toll. Jetzt hat er erstmal durchschaut. Okay, ja. Alter, wie er einfach da schlitzt. Wie er einfach rinschlitzt. Oh, oh. Boah! Alter, was zur Hölle? Macht erstmal einen Wirbelschlitzer. So, okay, wartet mal. Ich glaube, es ist ganz cool, wenn ich mit dem... Wenn ich mit dem Ding hier, denn wenn er so eine scheiß Attacke macht, einfach hochwirbel. Naja, so ist natürlich Fail. So ist Fail, mein Freund. Schlitz, Schlitz. Okay, jetzt macht er seinen Wirbelschlitzer. Nee, was macht er jetzt? Alter, er macht es wie früher. Okay, okay. So trifft er mich nicht. Oh, verdammt. Wow. Oh. Nee. Oh, oh. Ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen, beeilen, beeilen. Ich sterb gleich. Nee, verdammt. Oh, nein, 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 nein. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Alter. Oh, bringt natürlich nichts. Okay, nein. Ich darf nicht sterben. Ja. Oh. Geiler Boss mal wieder. Cool. Richtig schön. Oldschool. Und sagt Tschüss, mein Freund. Ach, Leute. Wir haben einen zweiten Waisen gerettet. Na, Dieben, alles klar? Ich hab dich doch falsch eingeschätzt. Wir können durch diese Tür dort entkommen. Los. Warte mal, mein Herzcontainer will ich erstmal mitnehmen. Herzcontainer? Herzcontainer! Ich wollte doch meine zweite Herzreihe anfangen. Da-da-dam-dam! Dam-dam-da-da-dam! War die Figur schon vorher kaputt? So, da hinten ist das Haus, in dem das Gemälde versteckt ist. Komm mit. Tada. Was für ein Haus? Was, das billige Haus hier? Und da hätte ich vorher nicht reinkommen können, oder wie? Oh Mann, ist die crazy. Tatsächlich, und da liegt auch der Herzcontainer. Oh! Wir kriegen mit dem Sandstab, geil! Das hier ist es doch, oder? Was hat es denn eigentlich mit dem Gemälde auf sich? Weißt du was? Es sieht ein bisschen aus wie du, wenn du dich in ein Bild verwandelst. Gibt es da eine Verbindung? Wer bist du eigentlich? Ach nein, antworte lieber nicht. Meine Neugier hat mich schon einmal in Schwierigkeiten gebracht. Mach's gut, ich danke dir nochmal. Oh geil, jetzt kriegen wir den Sandstab zum Ausleihen. Und damit können wir jetzt in andere Dungeons vordringen, geil. Und ding, 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 swoop. Geil, einfach neu da hinzugefügt. So, na dann Leute. Befreien wir den Osfalo-Typen. Haben wir jetzt genau richtig quasi, ja, chronologisch gehandelt. Die erste, die entführt wurde und der zweite, der entführt wurde. Wo bin ich? Na, das verkackt, Mann. Gib uns den Stab, den brauchst du nicht mehr. Hä? Du bist doch der Junge von der Schmiede. Wie kommt es, dass du hier bist? Ach, ist das etwa das Masterschwert in deiner Hand? Nee, auf meinem Rücken, Mann. Oder habe ich es in der Hand? Ich weiß es gerade nicht. Ich verstehe. Das bedeutet wohl, dass du der Held bist und nicht ich. Ha, dann bin ich wohl nur einer der sieben Waisen. Tja. Aber ich bitte dich, rette auch die anderen Waisen. Seltsam, wie sich die Dinge entwickelt haben. Doch ich danke dir, Marcel. Ach ja, diesen Stab. Man nennt ihn den Sandstab, glaube ich. Ich habe ihn von einem merkwürdigen Kerlchen namens Ravio ausgeliehen. Aber da ich diesen Ort vorerst nicht verlassen kann, ist es mir nicht möglich, ihn zurückzugeben. Jetzt, wo ich ein Weiser bin, sehe es schlecht aus, etwas auszuleihen und es dann ewig zu behalten. Könntest du ihn für mich zurückgeben? Klar, Mann! Yeah! Den Sandstab erhalten. Er ist von Ravio ausgeliehen, also gehört er dir nicht. Swoo! Yeah, geil. Dup, dup, di, dup, di. Ich renne noch ein bisschen rum. So, hast du noch was anderes zu sagen jetzt? Der Hauptmann. Nee, okay. Hat nichts mehr zu sagen, alles klar. Du noch irgendwas aus Falo? Es ist wohl Schicksal. Nun, dann kann ich nichts ändern. Sei du an meiner Stadt der Held dieser Geschichte. Doch nun obliegt dir die Pflicht, alle zu retten. Bitte erfülle deine Bestimmung, Marcel. Klar, kein Problem. Und raus hier. Yeah. Ey, mit dem Sandstab. Jetzt haben wir... Das finde ich irgendwie auch cool, dass es hier quasi vier Stäbe gibt. Feuer, Eis, Tornado und Sand. Oh, Hilda? Vor langer Zeit war auch Lowul ein wunderschönes Königreich. Ja, so wie deins. Oh, Marcel, Held von Hyrule. Verliere keine Zeit. Rette uns. Mach ich doch glatt. Warum können wir eigentlich die Zelda einfach befreien? Okay, Mann. Was zum... Ey, nimm uns jetzt nicht den Stab ab. Hey! Du Typi! Er hat den Stab geklaut. Voll der Sack. Aber okay, das finde ich irgendwie richtig cool gemacht. Voll den Stab. Okay, warte mal, hier ist so ein...
Hier quietscht irgendwas. Swing. Da-dam-dam-da-dam-dam. Aber hier ist nothing. Gehen wir mal gucken, ob das hier jetzt das Schatzspiel ist, wo man damals ein Herzteil bekommen hat. Mit den vielen Truhen. Du bist genau so ein Lappen, oder? Truhenlotterie-Veranstalter. Was? Ich sehe dich ja zum ersten Mal, Mann. Das ist die Truhenlotterie. Richtig, Kia, kannst du dein Glück herausfordern? 3 Truhen meiner Wahl öffnen für 200 Rubine. Ah, unter den Schätzen der Truhe soll auch sogar ein Herzteil sein. Klar, Mann. Wunderbar, einen Augenblick noch. 3 Truhen öffnen, das ist die Chance eigentlich immer sehr hoch. Ich öffne, ja, öffne einfach die 3, die dir am besten gefallen. Okay. Das kann ich, glaube ich, eine Weile machen, oder? Und zwacken. Na gut, dann... Und 300 Rubine! Schon mal über Kapitalanlagen nachgedacht. So, komm, jetzt noch das Herzteil. Los, komm, dann bin ich hier fertig. 100 Rubine. Alter. Und wo war das Herzteil? Oh, ganz oben rechts. Okay, immer wieder gerne. Komm bald wieder. Ey, ich will nochmal. Ich will nochmal, du Arsch! Wie wär's nochmal? Klar, ich hab ja voll den Gewinn gemacht. Aber klar, immer gerne doch. Mann, ey, sind die alle reich. So, jetzt nehme ich einfach mal die, wo zuletzt drin war. Hm? 100 Rubies. Ist das geil. Und ein Rubin. Kleinvieh macht auch Mist, ja, so sieht's so aus. Und noch ein Rubin. Toll. Okay. Alter, es gibt hier zweimal die Chance auf 300 Rubine. Ist das übel. Alter, ist das übel. Nochmal. Ich will bloß aufpassen, dass ich... Okay, ich hätte jetzt eigentlich schon 2 Items mir wieder kaufen können, ja. Na, mal gucken. Vielleicht habe ich ja Glück hier und finde wieder 300 Rubine oder so. Kleinvieh macht auch Mist. Fail. Und ein Zwacken. Okay, und komm, du bist mein Glück. Du willst natürlich nicht. Oh, fies, ey. Immer wieder gerne. Nochmal, jetzt bin ich süchtig. Jetzt bin ich süchtig, Leute. Scheiße. Ich bin so süchtig. Ich kann nicht klar denken. Ich bin süchtig. Öffne einfach 3 Truhen, die dir gefallen. Oh, 100 Rubies. Geil. Und hier haben wir 300 Rubies. Alter, geil. Und jetzt komm, Herzteil, dann hau ich ab. Ja, du hast ein Herzteil erhalten. Finde 2 weitere, um einen Herzcontainer zu bekommen. Na seht ihr, ich habe genug Geld, um mir wieder 2 Items zu kaufen. Ach, ist das geil. Das ist einfach geil. Wow, wow, wow. Ach man, ey. Und wieder fehlen muss 2 Herzteile. So, wo quietscht denn jetzt hier rum? Bestimmt in dem Baum. Okay, da kann ich nichts machen. Oder quietscht es hier? Nö, Mann. Dann gehe ich einfach mal ins Haus. Da war ich noch nicht drin. Aua, lass mich durch. So, Hallöchen, wer wohnt denn hier? Was machst du denn da? Oh, voll der Totenkopf. Alter, du hast ja einen komischen Geschmack, Mann. So, wer bist du denn? Berufsverbrecher? Hey, Kleiner, was denkst du, Mann? Dieses Dorf ist ganz schön heruntergekommen, nicht wahr? Und das gilt auch für mich. Eigentlich will man ja kein gemeiner Dieb sein, weißt du? Man versucht anständig zu bleiben, aber beim Handumdrehen wird man zum Ganoven. Ah, du bist also der Typ, der uns die 3. Catchphrase beigebracht hat, um in den Tempel zu kommen. Oh, richtig, da gab es ja doch ein Lied dazu. Ach, Mensch, ey. Ist das geil. Da-da-ba-da. Bam, ba-da-ba-da. Jetzt habe ich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, erstmal ein bisschen die Nase voll hier von der Lichtwelt. Ich will mir angucken, was ich hier noch so finden kann. Wartet mal, dafür muss ich irgendwo... Hier war doch irgendwo wieder so ein geheimes Loch, oder? Ein Hole, damit ich rauskomme ans Tageslicht. Wo war denn das? Sind da neue Maskenkulttypen? Gib mir mal eine Maske. Mit so einer Maske sieht man aus wie eines der Monster. Toll, oder? Natürlich ist das toll, keine Frage. Die Maske ist an so einem gefährlichen Ort wie diesem Dorf die einzige Möglichkeit, in Frieden zu leben. Du solltest auch zum Monster werden. Nur das kann dich retten, keine Frage. Monstera, Monstera. Leck mich doch, Mann. Das Haus hier ist voll kaputt. Mann, ey. Aber ich kann auf der Karte gucken, wo hier so ein geheimer Porter ist. Dann lass mich doch in Ruhe. So, warte mal, was war hier nochmal drin? Ach, auch nur so ein Catchphrase-Typi. Okay, kein geheimer Porter. Ah, und ich sehe auch auf der Karte keinen. Also dann schnell mal zur Mine. Zur Schmiede, nicht zur Mine. Verdammt nochmal. Okay, Mann. Wo geht's hier lang? Ich will doch bloß raus. Irgendwo muss es hier rausgehen. Aber ich weiß nicht wie. Na gut, gehe ich zu meinem Haus. Ja, da treffen wir gleich Ravio. Obwohl, warte mal, ich spare mir lieber nochmal das Geld. Weil wer weiß, ob der fürs Schmieden nicht Kohle will. Und was war hier nochmal? Was war hier nochmal? Warte mal, muss ich mal kurz gucken. Hier war doch irgendwas. Ach so, ja, hier brauchte ich, unbedingt die Pegasus Boots. Weil ich die wohl bekomme. Okay, wir sind gleich da. Wir sind doch auf dem besten Weg. Tschüss, Mann. Ach, leck mich doch. Und so.
um es mit den Worten des Schattenwirts zu sagen, ihr könnt mich alle mal. So. Ravio wird sich freuen, dass er seinen euren scheiß Stab wieder hat. Also den will ich mir aber ausleihen. So, na Kumpel? Kleiner Held, der Gegenstand, auf dem du so lange warten musstest, wurde endlich zurückgegeben. Der Sandstab! Ist er nicht toll? Hör damit, Mann. Was das für ein Gegenstand ist, fragst du dich? Was daran so toll sein soll? Sieh ihn dir schnell an, bevor ein anderer Kunde ihn wieder ausleiht. Jojoi, ja. So, du interessierst dich für den Sandstab? Kostet 50 Rubine. Lässt gewaltige Sandsäulen entstehen. Nur verwendbar, wo es auch Sand gibt. Du hast den Sandstab ausgeliehen. Probiere ihn aus, wenn du vor dir Sand hast. So, sewing. Geil. Cool, sehr schön. Aber den Sandstab nicht kaputt machen. Nein. So, was ist das jetzt hier inzwischen? Hey! Der kriegt bestimmt, wenn ich alles gekauft habe. Genau. Okay, ja. Ist ganz toll, dein Leben. So, was hole ich mir denn jetzt als nächste zwei Sachen? Ach nee, ich habe jetzt ausgeliehen, habe ja kein Geld mehr. Aber die 20 Rubine kriegt er ganz schnell zusammen, Mann. Was hier allein durch das Ding hier? Nee, doch nicht. Ich gehe zum Schmied und ich will mein Erz dafür benutzen, Mann. Damit mein Schwert stärker wird und es alle killt. Das wird doch so geil. Woo. Hier einfach mal 5 Rubine. Also sind jetzt immer 5 Rubine und da. Das war ja auch ein Farming. Okay, Leute, ihr seht schon. Geldprobleme gibt es hier überhaupt null. Zack, zack, zack. So, na dann mal looken. So, mit wem muss ich denn jetzt quatschen? Mit dem Schmiedemeister oder mit dem kleinen Typen? Es sieht aus wie mit dem kleinen Typen. Hast du den Rosso mal gesehen? Zu seiner üblichen Zeit ist er nicht aufgetaucht. Wenn wir von Rosso kein Erz bekommen, können wir unsere Arbeit nicht erledigen. Ich hab Erz. Hey Marcel. Ja? Gri ist nirgends zu finden. Wir haben schon überall nach ihm gesucht, aber er ist wie vom Erdboden verschluckt. Ja, wurde doch hoffentlich nicht von diesen Monstern entführt. Leider doch. Das kann doch nicht sein, oder? Sag mir, dass ihm nichts passiert ist. Oh, was macht er sich doch Sorgen. Oh Mann, Verzeihung, da fällt mir ein, Marcel. Ja, was denn? Sag bloß, du hast 2 Brocken Mastererz. Soll ich dir dein Schwert verbessern? Ja, bitte. Dann an die Arbeit. So, los geht's, an die Arbeit. Machst du jetzt gleich mit beiden? Gib mir nur einen Moment Zeit. Okay. Wow, das war cool. Ich hätte gern zugeguckt. Na, wer hätte das gedacht? So ein Schwert bekommt selbst kein zweites Mal hin. Kennst du dieses Gefühl, dass man etwas einfach tun muss? So ging es mir bei diesem Schwert. Auch du hast wohl vieles, das du tun musst. Vielleicht kann dir dieses Schwert dabei helfen. Alter, das Masterschwert wurde verbessert. Die Schneide ist jetzt noch schärfer. Alter, voll mit einer roten Klinge. Es geht mir nicht darum, den Preis für meine Arbeit zu fordern. Doch, könntest du mit diesem Schwert, Gri, könntest du ihn retten? Yo, kriegen wir hin, Alter. So, ich muss an die Arbeit zurück. Na. So, okay, wir haben aber nochmal Erz. Nicht wahr? Oder wie war das jetzt? Los, nochmal. Dieses Schwert ist mein Meisterwerk. Es ist unmöglich, ein solches Schwert noch weiter zu verbessern. Oh, allerdings, wenn es jemanden gäbe, der ein größerer Schmied wäre als ich. Ha, in dieser Welt zumindest kann es so jemanden nicht geben. Alter, ist das geil. Swing! Voll cool. Na gut, bist du ja wieder Schmied? Nee, du hast nichts zu sagen. Nee, okay, na gut. Hör mal, Marcel, falls du mal zum Todesberg gehen solltest, könntest du vielleicht einen Blick auf Rossos Steinbruch werfen, nur dort, um sicher zu gehen? Ja, da waren wir ja schon. Der ist leider immer noch nicht da. So, na dann, würde ich mal sagen, ganz schnell wieder zur alten Mine, zur alten Schmiede und mal gucken, ob der mein Schwert nicht doch nochmal verbessert. Und der hat vielleicht, okay, vielleicht will der Geld haben, nicht wahr? Das wäre natürlich ein Problem. Aber ich denke mal, einen Gegenstand werde ich mir wohl kaufen können. Oder einen Gegenstand leiste ich mir doch mal jetzt wieder. Ha, willkommen in meinem Laden, kleiner Held. So, was kaufe ich mir denn jetzt? Den Sandstab gleich auf Dauer kaufen oder den Bumerang? Ich kaufe den Sandstab, weil der cool ist. So, den will ich kaufen. Oh, du willst den Sandstab kaufen? Du bist ja crazy, Mann. Einfach geil. Den Sandstab erworben. Swing. Danke für den Kauf. So, raus hier. Ich fehlen bloß noch 4 Gegenstände, die ich kaufen muss von dem Heini. Da. Schmied auf der anderen Welt, willkommen. Flashback. Und zu. Okay, Mann. Wie stark ist mein Schwert jetzt? Okay, die brauchen 2 Schläge, na gut. Okay, das ist zu verkraften. Und da muss ich... Oh nein, verdammt, da wollte ich jetzt nicht reinfallen. Und irgendwann muss ich mal unten zu dem Wald gehen, wo Gri war. Da war ich, glaube ich, auch noch nicht in der Schattenwelt hier. Was? Okay,
Hey, du da, Kleiner! Ah, na, Kumpel? Dieses Schwert, lass mich doch mal einen Blick darauf werfen. Ja, du kannst es gerne ein bisschen stärker machen. Da hätte ich nichts gegen. Das kriegst nur du gebacken. Oho, das ist die Arbeit eines wahren Meisters. Boah, na, Meister hin oder her. Wer immer dieses Schwert verbessert hat, ist nur der zweitbeste Schmied. Ich muss es wissen, denn schließlich bin ich der beste Schmied der Welt. Ich fühle mich so lebendig wie lange nicht mehr. Hey, Kleiner, komm doch mal mit. Okay. Geil, Leute, dann haben wir jetzt... Eigentlich müssen wir dann das stärkste Schwert haben, oder kriegen wir pro Dungeon Erz. Werdet geil, Mann. Okay, Leute, das verbessere ich jetzt noch und dann wird gespeichert und dann ist vorbei für diesen Part. So, Kumpel. Ha, ich würde so gerne gleich loslegen, aber ohne Master Erz geht da leider überhaupt nichts. Hey, Kleiner, ich kann dieses Schwert noch weiter verbessern, aber dafür musst du mir 2 Brocken Master Erz bringen. Ach so, 2 Brocken. Und am besten schnell, solange meine gute Laune noch hält. Okay, dann wird man wohl wirklich pro Tempel Master Brocken finden. Na gut, Leute, auf jeden Fall, das war richtig geil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben ein verbessertes Schwert. Wir haben schon 11 Herzen. Sind natürlich gerade ein bisschen schwach auf der Brust, aber ist egal. Die Gegner sind mit 2 Schläge down. Einfach geil. Huaya! Herzchen, ja, danke schön. Watz. Oh, oh. Autsch. Oh, komm schon, gib mir ein Herz. Gib mir dein Herz, Mann. Oh, er hat's wirklich gemacht. Er hat auf mich gehört. So, voll Energie. Jetzt wird gespeichert. Freunde, bis zum nächsten Part von Link Between Worlds. Tschüss, Mann.